Hey, ist Gregor da? Nein. Die sind ja traumhaft. Wow. Hast du denn schon einen Platz für deine Kleider gefunden? Ja, sieht so aus. Du willst sie also wirklich einmotten? Ach, das ist ein Jammer. Luise, du bist eine echte Stilikone, meiner Meinung nach die einzig würdige Nachfolgerin von Jackie Kennedy. Okay, vielleicht neben Michelle Obama. Olli, die meisten meiner Sachen habe ich noch nicht mal selber ausgesucht. Ja, und? Das hier zum Beispiel. Monaco 2007 zum Grand Prix. Luise, keine andere Frau kann das so tragen wie du. Ja. Das ist aber eine Ausnahme. Der Designer hat es nach meinen Wünschen anfertigen lassen. Nur fürs Autorennen? Naja. Es war auch der 60. Geburtstag meines Vaters. Oh. Naja, es muss weg. Aber hin jetzt damit? Wir werden das alles einmotten. Einlagern. In Benrath. Nein, ich hab's mir anders überlegt. Was? Ich werde die Sachen versteigern lassen. Heute noch. Und den Erlös werde ich dem Theresienstift für ihr neues Dach spenden. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Das ist nicht ein bisschen freilich. Warum? Was gibt es denn da zu überlegen? So haben die Kleider doch wenigstens einen guten Zweck. Das hast du bis jetzt bei jedem Koffer gesagt. Und wenn dir irgendetwas ganz besonders gut gefällt, dann kannst du mitsteigern. Was ist das dann? Nee, noch die Hutschachtel. Ja, nehmt die mal mit, aber pass auf, dass er davon nichts verschwinden lässt. Nimm lieber selber was. Haut ab. Wir kommen dann gleich nach. Meine Damen und Herren, ich freue mich, Sie heute nicht nur als meine Gäste begrüßen zu dürfen, sondern als Unterstützer einer großen und wichtigen Hilfsaktion. Fürstin Luise von Waldensteig hat sich spontan entschieden, einen Teil ihrer wunderbaren Garderobe hier und heute zu versteigern. Ich hoffe, es gut ist. Ja. 75.310 Euro. Das ist ja der Wahnsinn. Bekommt man dafür ein neues Dach? Aber sowas von. Und was für eins? Ich würde sagen, darauf eine Runde Nummer 1. Ja. Ja. Kommt der Ihnen Tropfen. Wo ist denn eigentlich Gregor? Sie sind total aus den Augen verloren. Schöne Grüße. Es tut ihm leid, aber er musste dringend nach Hause. Es gab einen Stromausfall und er will sich drum kümmern. Er ist zu Hause? Dann gehe ich auch lieber. Ah, nix da. Erstmal wird angestoßen. Ja. Hm? Auf die edle Spenderin. Auf eben diese. Luise. Hannes. Was hältst du davon, wenn wir noch das Lokal wechseln? Vielleicht noch was essen? Warum nicht? Gut. Ich muss nur noch mal kurz weg. Retten, was zu retten ist. Hör mal. Olive und ihre Begleitung haben gerade 2 Flaschen Champagner getrunken. Oh, nee. Ja, zumindest sieht der Typ aus, als könnte er zahlen. Eure Uhr am Handgelenk. Für Kuhne hatte deine Cousine schon immer einen Spürsinn, oder? Ja. Hey, wie ist die Aktion gelaufen? Oh, geil. Die Leute waren richtig heiß auf Luises Garderobe. Über 75.000 Euro. Wahnsinn! Sah zwar kein Model so toll aus wie Luise in den Sachen, aber es ist echt super erfolgreich. Hallo und tschüss. Und die Rechnung? Übernimmt meine Begleitung. Welche Begleitung? Hat er nicht? Nein, hat er nicht. Um genauer zu sein, die Flasche, die er mit Kitty getrunken hat, ist auch noch nicht bezahlt. Strom ist doch wieder da. Lydia! Da bin ich. Hey, willkommen zurück! Na? Anstrengenden Flug gehabt? Geht so. Ja, dann setz dich mal hin. Komm! Leg deine Beine hoch. Und was gab's ganz bestimmt nicht in Australien? Deinen spezial selbst aufgeschäumten Latte. Eben den. Stimmt.
Und? Wie geht's Fabian? Ist er noch krank? Der hat sich gut erholt. Er hat einen neuen Job und eine Freundin. Und was hat er zu deiner Hochzeit gesagt? Er war froh, dass er nicht da war. Er hätte sich ja auch kaum gelohnt. Bitte schön. Du, ich habe übrigens was für dich. Echt? Was ja? denn? Was? Hey, ja, danke schön. Ja, das probiere ich doch gleich mal an. Der ist für dich. Passt zu ihm. Hey, wie meinst du das? Das willst du gar nicht wissen. Und Christian und Judith sind gar nicht da, oder? Judith ist nach London gezogen. Was? Ja, zu Konstantin. Ging alles irre schnell. Große Liebe. Hi. Ich wollte nur wissen, gibt's was Neues von dir? Sebastian, es tut mir leid. Sie ist wieder da. Hey. Komm, ich muss nur kurz mit dir reden, bitte. Hau einfach ab und komm nicht wieder, okay? Lydia ist mit dir durch. Ja. Der sich doch hertraut nach dieser Nummer. Ganz ehrlich, ich glaube, er ist ziemlich fertig. Das war nicht das erste Mal, dass er hier war, nach dir gefragt hat. Echt? Ja. Na und, das ist doch schon wieder dieselbe Tour. Wie oft hat er dich angelogen? Und jedes Mal, es tut mir leid, ich tue das nie wieder. Trotzdem glaube ich, dass er es ernst meint. Hallo? Der Kerl hat einen Vaterschaftstest gefaked. Darauf muss man erst mal kommen. Und überhaupt, wenn ich dran denke, er ist der Vater unserer kleinen Schwester. Das ist so... Ich glaube, ich leg mich mal hin. Entschuldige, hey. Wir wechseln besser das Thema, okay? Oder so. Sei doch froh, dass du ihn los bist. Du, David, ich habe noch australische Dollar. Fährst du in dieser Zeit mal runter oder soll ich die aus? Wie viel ist es denn? Nicht so viel. Dein Ehering? Hattest du den mit? Kein Wort mehr, was passiert. Hier, das ist für Christina. Nimmst du es mit? Bring sie doch selbst vorbei. Papa treffen, das schaffe ich noch nicht. Oh, oh, höchste Zeit. Ich hoffe, ich kriege einen Anschluss von Justus. Nee, klar, wenn es ums Abräumen geht, ne? Ciao. Hey, Koala Boy! Wow! Sieht aber lecker aus, komm, ich will kommen, richtig. Kann ich die leer machen? Klar. Gut, ich liebe Märchen, danke. Mm. Ah. Oh, Moment. Gib mal den Finger hier. So. Und... So, noch einmal pusten. Perfekt. Märchen. Oh, oh je. Warte mal, da muss ich mal ganz kurz pusten. Ne? Und? Besser? Ah, wie gut, dass ich ein Pflaster dabei habe. Ne? Schau mal, ist das ein tolles Pflaster. Lauter Blumen. So, jetzt kommt die Blumenwiese auf dein Knie. Okay, alles gut? Kannst du wieder bewegen, dein Bein? Lydia? Hey, alles okay bei dir?